Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. In dieser Ausgabe von Was ist eigentlich, erkläre ich euch mal, was ein Modul-Optimizer ist. Normalerweise sind die Solarmodule einer Solaranlage hintereinander weg in Reihe geschaltet, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Unten kommt dann eine relativ hohe Spannung raus, die geht zum Wechselrichter. Das Ganze wird in Wechselstrom umgeleitet. Wenn aber jetzt, wie in diesem Fall hier zum Beispiel, die unteren Module im Schatten liegen, dann hat man ein Problem, weil nämlich dann der ganze String lahmgelegt wird. Und dafür, für solche Fälle, benutzt man sogenannte Modul-Optimizer. Hier habe ich mal einen mitgebracht. Das ist so ein schwarzer Kasten. Da sind ein paar Kabel dran und der befindet sich hier auch in diesem Fall bei dieser Anlage unter den Modulen, die jetzt hier die vier unteren, die ihr hier sehen könnt, auf denen jetzt gerade hier am Nachmittag durch diese Gaube ein Schatten geworfen wird. Und diese Modulwechselrichter, die haben jetzt die Aufgabe, ganz einfach gesagt, die Module, die im Schatten sind, sozusagen aus diesem String herauszunehmen. Das Ganze funktioniert natürlich technisch ein bisschen komplizierter, aber vom Prinzip her ist es genau das. Und die Spannung vor allem im String aufrechtzuerhalten, sodass der Strom nach wie vor fließen kann, auch wenn jetzt hier wie in diesem Fall nur noch die oberen beiden und das rechte von der mittleren Reihe vollständig besonnt ist, wird dann auch diese Reihe hier wunderbar weiterarbeiten, dank dieser Modul-Optimizer, die man dazu erwerben kann und entsprechend in seine Anlage einbauen kann. Die ganzen Kabel ganz einfach hier an die kurzen Kabel, da kommen die Kabel vom Solarmodul und an die längeren Kabel, von dort geht's weiter zum nächsten Modul-Optimizer oder zum nächsten Modul ohne Optimizer. So einfach geht das. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt erklären, wozu ihr Modul-Optimizer braucht. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.